Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play, Schrägstrich alten Let's Play, denn wie ich bereits im Infovideo erwähnt habe, möchte ich bestimmte Let's Plays einfach komplett neu spielen und meinen Spielstil etwas anpassen. Und wir befinden uns hier im Spiel Rise of the Tomb Raider, welche Spielreihe ich eigentlich durchspielen wollte und das irgendwie dann nicht hingekriegt habe aufgrund meiner technischen Probleme, die ich hatte und meiner langen Pause denn jetzt. Und ich dachte mir, ich fange einfach von vorne an, damit die Grafik ein bisschen schöner ist, damit es keine Probleme mit Audio und Video gibt und gleichzeitig, dass es dann auch sich vielleicht besser, nicht nur besser aussieht, sondern sich auch besser anhört. Und ich habe ja vor, mein Spielstil etwas umzuwandeln, damit ich ein bisschen schneller spiele und mir nicht alles bis ins ganze Detail anschaue, was ich eigentlich sehr häufig mache in vielen Spielen. Aber ich möchte ja auch, dass es unterhaltend für euch ist und deswegen werde ich versuchen, dass es ein bisschen schneller gespielt wird. Und ich werde da mal schauen, wie es so läuft. Deswegen werde ich hier auf ein neues Spiel gehen. Und ja, was ist mein Plan? Wie lang die Folgen werden, weiß ich nicht. Ich werde versuchen, sie zu beenden, wann es passt. Und gehen wir gleich mal rein. Und falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder nicht, oder irgendwelche Anmerkungen oder sonst was, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich lese die auf jeden Fall. Und ihr könnt auch gerne Fragen stellen. Ich werde sie so gut es geht beantworten, wenn sie nicht zu persönlich sind. Und sonst, falls die Audio des Spiels immer noch nicht so geil ist, liegt daran, dass ich jetzt noch nicht 100% gut testen konnte, wie laut meine Stimme im Vergleich zum Spiel ist. Das heißt, in der nächsten Folge wird sich das ein bisschen angepasst haben. Und gehen wir instant rein und ich bin in der Zeit leise. Ja, möchte ich. Was? Kämpfe sind leicht, ausbalancierte Schwierigkeitsgrad, herausfordernde Kämpfe, stellen sie ihr Leben auf die Probe. Bleiben wir beim Standard. Sorry, ich möchte es auch nicht zu schwer haben, aber auch nicht zu einfach. Bleiben wir beim Standard. Ich kann es, glaube ich, hoffentlich noch später umstellen. Ich bin jetzt leise. Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen? Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen, sie hören auf. Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihnen. Keine Chance. Spitzen kommt. Sieht nicht gut aus. Der Weg führt den Berg rauf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay, lass uns vorsichtig sein. Dieser Wind ist Wahnsinn. Wir müssen einfach weiter. So, da wären wir vorbei nach dem kurzen Intro. Ich habe gerade mich daran erinnert, wie das Spiel so ein bisschen aufgebaut ist und ich merke gerade immer noch, dass meine Tastatur ein bisschen kaputt ist und ich dringend eine neue brauche. Aber ja, ich muss mich auf jeden Fall ein bisschen reinfuchsen wieder im Spiel, weil ich viele Mechaniken wieder vergessen habe. Selbst wenn wir hier nichts finden, denn Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ey, das mit den Schneespuren sieht so schön aus. Ach, ich liebe es. Ja, ich muss mich das wieder reinfuchsen und die Mechanik wieder ein bisschen kennenlernen. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis es dann schneller wird, aber es sollte schneller werden. Alles okay? Hab den Halt verloren. Geht schon.
Das war knapp. Aber ich glaube, er kann gar nicht sterben. Boah, Alter, wie der Quicktime-Events. Scheiße, die habe ich ganz vergessen. Lara, bist du in Ordnung? Jonah, ich bin hier. Ich klettere runter und hol dich. Nein, das ist zu gefährlich. Ich klettere wieder rauf. Boah, Alter. Bleib einfach da. Ja, easy. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, ey. Scheiße. Ach Gott, der wird diesmal nicht sterben. Ja, bis dahin geht's ja noch, ne? Schön, dass das auch so klappt, ey. Nice. Du sollst nach. Hab dich! Oh, nice. Shit, Lara. Du verpasst mir noch einen Herzinfarkt. Bist du okay? Ja. Los, komm. Ey, Alter, der Junge, der das muss seinen Arm gezügelt haben. Da müssen wir wohl durch. Das sieht echt geil aus, ne? Schön mit Spike-Schuhen. Nicht schlecht. Mal schauen, was auf mich zukommt. Ich habe auf jeden Fall Bock, das Spiel zu spielen und es endlich durchzuspielen. Die verlorene Stadt. Ich weiß, wie die Chancen stehen. Aber laut dem alten Pferdenleser gibt's Ruinen in diesen Bergen. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch so einen gottverlassenen Ort aussuchen. Ja, schmeiß die Leuchtfackeln einfach weg. Braucht man nicht mehr. Boah, Alter, das muss so windig sein, ne? Und kalt vor allen Dingen. Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Anstatt da sich einfach kurz in die Höhle zu chillen und zu warten. Das ist maximal ein Tag. Anstatt dich da umzubringen. Guck dir das doch mal an. Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Naja. Recht stabil zu sein, aber bleib nah an der Wand. Aber ich gebe auf zu reden. Ah, jetzt darf ich. Ey, wir werden. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay, bereit? Legen wir los. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Ach du Scheiße, ey. Mach's doch noch schwerer. Wow, hier ist jede Menge lockeres Eis. Gehen wir es langsam und ruhig an. Nein. Bleiben wir dran. Zack, zack. Achtung! Oh, Scheiße! Das war knapp! Das war mehr als knapp, das war der Todesurteil. Das war einfach das... Ab dem Moment hörst du auf, ey. Ich meinte, ja, ich kann nicht nach unten gucken. Geht, glaube ich, ganz schön tief nach unten. Sturm aus. Hä? Was? Ich weiß, das war inkompetent, aber hä? What the fuck?
Wo soll ich denn hin? Ich soll doch da hoch. Hallo, ich spam schon eh. Warum bin ich denn beim ersten Mal abgesprungen? Naja, egal, jetzt klappt's. Jonah! Wir haben's geschafft! Ich sehe die Ruinen! Oh Gott! Ich hab dich! Lara! Kannst du mich hören? Ja. Ich zieh dich wieder rauf! Oh, fuck! Da! Da drüben! Schnell! Schwimm mich zur anderen Seite! Okay, los geht's! Alter, das muss dir alle Rippen gebrochen haben, ey. Komm schon, Lara! Nicht nett. Lara, ich kann dich nicht halten! Das Seil rutscht! Na los! Jetzt muss ich das auch noch schnell schaffen. Kletter! Kletter! Ja, ich bin schon dabei, aber irgendwie will mich ein Sturm umbringen. Scheiße! Schneller, verdammt! Geh zurück, Jonah! Such dir Schutz! Die Kamera einstellung ist immer noch scheiße. Warum bin ich jetzt runtergefallen? Hä? Ich drück doch schon eh. Ich glaube, so bin ich auch beim Anfang gestorben. Ich komme darauf nicht klar. Ich drück die Tasten nicht drücken, sondern fall trotzdem runter. Ich bin echt kein Freund von der Kameraperspektive, muss man auch sagen. So, hier bin ich gar nicht geschwungen. Hä? Mach ich mich da vermutlich nicht eh drücken zum Festhalten? Ich fühle mich echt dumm, by the way, gerade. Aber hey, ne, man lernt sie. Man merkt, ich bin komplett raus. Guck, hä? Ich lass einfach los. Flugzeug. Oh, das sieht nach Tod aus. Ich hab das leicht in Erinnerung. Ich hatte das echt leicht in Erinnerung. Es ist die größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub? Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut es. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich,
sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich, beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hatte ich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das Grab ist in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben in den Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Miliz. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie... Großer Gott! Scheiße, die sollten noch nicht auf uns schießen! Bringen Sie uns hier raus! Shit, shit! Nein, nein, nein!
zurück mehr. Es muss hier sein. Ah, jetzt soll ich mich bewegen. Ja, interessante Filmsequenz. Erklärt so ein bisschen, weswegen wir jetzt hier sind. Ich glaube, ich habe eine Gehirnerschütterung. Ich bin mir aber nicht so sicher. Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Oasen können sich ja auch, können ja auch ertrocknen. Das ist das richtige Wort. Das ist anstrengend. Irgendwas ist hier. Könnte es das wirklich sein? Dann hast du Glück. Von Helikopterangriff dahin, wo du eigentlich hin möchtest. Ich bin immer nicht zufrieden mit der Kameraeinstellung. Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Ich erinnere mich zum Teil. Die Sachen, die man nicht lesen kann, ne? Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel. Zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Aha. Also Trinity existiert schon ein bisschen länger. Scheint eine Art Karte zu sein. Aber ich kann den Text nicht entziffern. Der Prophet spricht mit einer fremden Armee. Vermutlich die Russen. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Das ist mutig. So, schauen wir uns mal alles hier an. Nehmen wir so viel mit, wie wir können. Okay. Ich wollte schneller spielen, aber das ist story-relevant. Bei sowas wie Wunderheilung. Dads Notizen erwähnen das auch. Ist das hier griechisch? Mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. Okay. Ja, Dokumente, Ressourcen, Relikte, Missionen. Kann man hier irgendwie sehen, wie skillig man ist? Alte Münzen. Ist das... Nein. Ich muss gerade wieder ein bisschen Steuerung schauen. Also ich weiß, Q war das, glaube ich, ne? Ja. Aber wie kann ich jetzt sehen, welche Skills ich habe? Kann man das hier irgendwo sehen? Ah, da oben ein bisschen. Ah, im Lagerfeuer war das ja, ne? Wie beim alten. Er führte seine Anhänger durch die Wüste, zur Oase. Und baute dort seine Stadt, oder was? Das ist morsch. Ein geheimer Eingang. Das geil aus.
Unglaublich. Wenn Dad das nur hätte sehen können. Das sieht absolut geil aus. Das ist, weswegen ich solche Spiele liebe. Da möchte ich hin. Kann ich an der Seite links? Goddammit. Bin wieder inkompetent. Der lässt mich da aber auch nicht, ne? Oder kann ich da wirklich so hoch? Aha. Muss an den weißen Dingern mal längs. Ah, da kommt der Helikopter. Oh nein. Sie sind schon hier. Ich muss da rein. Muss vor allem schneller sein. Wenn du Glück hast, haben die das nicht mitbekommen. Aber ich schätze mal, das haben die mitbekommen. So, das meinte ich, by the way, mit ein bisschen schneller spielen. Dass man halt zack, zack, zack macht und nicht die ganze Zeit nur wartet und sich alles anguckt. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Die Spinnenweben sind nicht verlockend. Oder einladend. Verdammt. Komm schon. War offensichtlich. Überall Skorpione da. Das Gute ist, man kann sehen, ob Skorpione wirklich giftig und tödlich sind, anhand wie groß sie sind. Ich muss F drücken. Also umso größer die Kneifer sind, umso nicht giftiger sind sie. Also umso kleiner sie sind, umso giftiger sind sie. In 99% der Fällen, wenn ich mich recht erinnere. Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity-Orden. Ja, hier werde ich aber auch, glaube ich, einen Aufnahmestopp machen. Sehr viel Story, sehr viel Intro, sehr wenig Gameplay an sich. Hier würde ich dann sozusagen die Aufnahme beenden. Und das mal schauen, wann ich sie die nächste dann beenden werde. Ich werde ein bisschen weiterspielen mit Aufnahmen, und aber diese erstmal hier beenden. Man sieht sich dann hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, ciao, ciao und haut rein.